Moin, gute Leute, wir haben gerade kurz beschlossen, an diesem wunderschönen Sonntag bei dem genialen Wetter noch spontan ein Outdoor-Köpfchen rauchen zu gehen. Deswegen packen wir jetzt mal die Sachen und dann treffen wir uns noch mit ein paar anderen Shisha-Jungs unten am Rhein und genießen da ein wunderschönes Outdoor-Köpfchen in der Sonne. So, ich habe gerade schon mal die Tasche gepackt. Pfeife, Schlauch, Köpfe, Tabak und Co. ist schon alles drin. Gasanzünder bringt jemand anderes mit. Das heißt, wir sind eigentlich fertig mit Tasche packen. Noch ein bisschen Kamerastuff rein und dann kann es schon losgehen. Professional mit dem Werkbund Steinkopf und dem Kolonialbatscher. Eine Mischung von Okolom und Wild Beast von 187. Ja, ich rauche gerade in der Ocean Euphoria. Ne? Hab den Zomo Hugaton Funnel oben drauf, hab Zomo Strong Mango drin. Ja, das war's eigentlich schon. Ne? Also, ich rauche in der Shishaya Kaili 350 im Vulkankopf den Zomo Strong Red. So, ich rauche auch in dem Zomo Hugaton Kopf. Bei mir gibt es Strong Red mit einer Mischung von Dry Sahara. In der Shishaya mit dem grauen Kohleteller, der Atom Bowl, dem Atomrauch, dem Carbon-Tauchrohr. Und ja, jetzt sitzen wir hier gerade gemütlich hinterm Schloss in Koblenz mit Blick auf die Festung, genießen die letzten Sonnenstrahlen. Auf jeden Fall ein chilliges Outdoor-Köpfchen. So Leute, wir haben leider kein Outro gedreht, deswegen kommt so jetzt noch ein kurzes Outro. Ich hoffe, der kleine Ausflug hat euch gefallen. Ich dachte mir, für das Video am Dienstag nehme ich euch einfach mit bei unserem kleinen Ausflug am Sonntag. Wir wollten auf jeden Fall einfach das Wetter ausnutzen und unser zweites Outdoor-Köpfchen, ja, das zweite Outdoor-Köpfchen rauchen. Ja, habt ihr schon euer erstes Outdoor-Köpfchen geraucht? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Falls ihr mehr so kleine Vlogs, Ausflüge, mal was anderes sehen wollt, als im Set rumsitzen und Sachen testen, lasst auch gerne einen Kommentar da. Und ansonsten lasst ein Abo oder einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG.